Einen wunderschönen guten Tag, der YouTube-Channel für Spaß und finanzielle Freiheit. Dienstags-Update, Nummer, keine Ahnung, habe ich mir nicht aufgeschrieben. Was möchte ich euch heute sagen? Schönen Gruß von Möchtegern, Millionär. Heute musste ich mir eine Zigarre anzünden, sogar falsch abgeschnitten. Guck mal, Alter, das ist Realität. Ich hätte vorher auf YouTube schauen sollen, wie man die Scheiße zuschneidet und nicht so einfach die Schere nehmen und Patsch machen. Aber egal, Dankeschön an Monty, Kollege von mir, hat mir die aus Kuba gebracht. Konkret gut. Warum ich die angezündet habe? Ganz einfach. Ich habe mich mal hingesetzt, kurz im Kopf, da brauchst du dich nicht hinsetzen, und habe mal meine Immobilien zusammengezählt. Habe auch eine Maklerin gefragt, was ich für dieses Haus kriegen könnte. Die Wohnung drüben weiß ich auch von der Maklerin und die dritte Wohnung in circa weiß ich auch. Circa. Also da komme ich auf einen Wert von diesem Haus und zwei Wohnungen, wo ich noch habe, auf einen Wert von über 1 Million Euro. Somit bin ich Immobilienmillionär. Yeah! Halt! Nicht so ganz. Weil du musst dir konkret. Da ist ja noch Schuld drauf von der Bank. Und wenn ich das jetzt verkaufen würde, würde eine Vorfälligkeitsentschädigung anfallen. Das heißt aber trotz all dem, wenn ich jetzt aussteigen würde, würde noch ein fetter sechsstelliger Betrag übrig bleiben. Und das ist gut. Und eingesetzt habe ich vielleicht nur 50.000 Euro. Hier 30.000 Eigenkapital und bei der anderen vielleicht 10 oder so oder 20. Das sage ich natürlich nur, um anzugeben, denn dieser Sender ist nur dazu da, um anzugeben. Jeder, der mich kennt, weiß, Quatsch mit Soße. Angeberei kannst du bei dir zu Hause machen. Was ich sagen will, ist aber sehr wichtig, dass jeder von euch sich überlegt, in sein Portfolio, Investmentportfolio, egal was er macht, auch den Immobiliensektor mit einzubeziehen. Hier liegen die Vorteile daran, dass andere die Dinger für uns abzahlen. Jetzt gebe ich dir ein Beispiel. Jetzt hatte ich einen Mieter, der hat auch gut bezahlt in der anderen Wohnung. Der hat gezahlt 1.300 Euro warm mit Garage. Jetzt ist er ausgezogen nach 6-7 Monaten. Jetzt habe ich mir überlegt, weil er gesagt hat, ja, zu weit zur Arbeit und zu teuer. Na, wahrscheinlich war der Grund zu teuer der Nummer 1 Grund. Weil es schon teuer gewesen. Aber auch eine Luxuswohnung, gell? Aber jetzt warte mal. Und jetzt dachte ich mir, okay, dann hole ich jetzt jemand für 1.100. Ah, okay. Die Wohnung drüben kostet mich 650 warm. Also Bank plus Nebenkosten. 650 und 1.300 habe ich kassiert. Also war auch ein guter Cashflow. Aber jetzt habe ich den Cashflow erhöht. Wie geht das? Ich habe eine Ferienwohnung draus gemacht. Pro Nacht 150 Euro. Bei Messezeiten, also Fahrradmesse, Eurobike, 250 Euro pro Tag. Und schon hat ein Amerikaner, der eine Firma hat, die Fahrradlager herstellen, Kugellager für Fahrräder, der hat schon gebucht für 250 Euro, Alter. Ich habe mal testen wollte, ob das möglich ist. Der ist dem scheißegal. Vier Leute kommen aus den USA und mieten die Wohnung für 250 Euro pro Tag. Aber die Wohnung ist auch super ausgestattet. Ihr könnt es auch auf Airbnb unten anschauen, ich verlinke das. Was ich sagen will, ist nicht zum Angeben, sondern dass jeder von euch nebenher langsam sich ein Immobilienportfolio aufbauen sollte. Falls ihr Interesse daran habt, eine super seriöse Immobilien kennenlernen zu wollen, kontaktiert mich. Unser Team wird sich mit euch in Verbindung setzen und euch diesbezüglich beraten. Versteht ihr? Ich habe ja auch eine Wohnung auf Empfehlung gekauft, weil mir ein Kollege gesagt hat, der so gutes Geld damit macht, kauft ihr diese Wohnung. Diese Wohnung bringt dir viel Steuerersparnis und viel Geld. Habe ich gemacht. 250.000 aufgenommen. Ja? Aber da war ich noch Angestellter und heute kriege ich von der Bank nicht mal 5 Euro wahrscheinlich. Wenn ich mit der Bank gehe, mit deinen Einnahmen, die sind ja so, einmal so, einmal so, einmal so. Dann sagen die, wissen Sie was, gehen Sie mal hier auf den Bau oder so, ja. Verdienen Sie mal richtig Geld, ja. Nee, das war mal. Finanzielle Freiheit ist finanzielle Freiheit und ob man viel verdient oder wenig, aber man verdient immer so, merke ich jetzt in der Selbstständigkeit. Alles egal. Mir war die Freiheit wichtig, das wisst ihr, die mich verfolgen. Falls du weitere Videos haben möchtest,
abonniere den Kanal. Falls es dir Video gefallen hat, gib mir ein Like. Den Nutzen für dich in diesem Video, weil ich möchte auch Nutzen bringen für dich. Nicht nur bla bla, yo, 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 sondern auch Nutzen. Und der Nutzen ist für dich, fang dich an zu interessieren für Immobilien. Egal was du machst. Egal welches Business du machst. Weil das auch ein Standbein ist, der wichtig ist. Der sehr gute, 90% der Millionäre in Deutschland sind mit Immobilien reich geworden. 90% der Millionäre. Warum machen da nicht mehr Leute Immobilien? Jeder kann Immobilien kaufen. Du brauchst 20.000, 10.000, 15.000 Eigenkapital, den Rest finanzierst du. Jeder kann sich eine Wohnung kaufen, schon langsam. So eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung. Große Wohnungen würde ich gar nicht kaufen. Kleine Wohnungen, wie Gerald Höhan. Da, hör mal bei den Leuten, die richtig Kohle damit machen. Gerald Höhan, Top-Mann, hör mal diesen Mensch zu. Abonnier seinen Kanal. Hör mal zu, was er sagt über Wohnungen. Scheiße, jetzt habe ich auf Lunge. Ja, wisst ihr. Also der Nutzen für dich ist, fang dich an, für Immobilien zu interessieren. Nebenbei. Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad lesen. Cashflow Quadrant von Robert Kiyosaki. Lesen. Meine Freunde. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Man sieht sich wieder. Ich rauche hier wahrscheinlich die nächste Stunde weiter. Weil da war eine Stunde reicht nicht, Alter. Ich rauche doch gar nicht. Aber jetzt mache ich mir noch einen kleinen Whisky. Nee, es ist noch zu früh. Ein Gentleman fängt erst an zum Saufen, wenn die Sonne untergeht, hat das immer meine Mama gesagt. In diesem Sinne, meine Freunde, haut rein, macht's gut und bis zum nächsten Mal.